Also das ganze Objekt finde ich hervorragend, weil ich glaube, dass ihr also ab der 7. Klasse habt ihr Politik und das ist so ein bisschen theoretisch und da bleibt auch nicht viel hängen, sodass diese kommunalpolitischen Tage, die jetzt hier durchgeführt werden, für euch, denke ich, viel, viel anschaulicher sind und da bleibt auch bei euch mehr hängen, ohne dass es einfach so theoretisch ist und ihr kriegt den richtigen Praxisbezug hiermit. Ihr seht mal, wie ein Rathaus aufgebaut ist, wer hier arbeitet, wie Kommunalpolitik funktioniert, sprecht mit Kommunalpolitikern. Also von der rundherum eine gute Sache. Ich fand, dass die Schüler wirklich gut vorbereitet waren. Ihr habt also eine Menge Fragen gehabt, die einzelnen Fragen, auch sehr unterschiedliche Fragen. Es ging aber quer durch. Und ich denke, die Vorbereitung muss dann ja auch entsprechend gut gewesen sein, sonst wäre Wie findet ihr das Projekt? Ich finde das Projekt ganz okay. Man lernt dadurch, wenn man jetzt 16 ist, damit man wählen kann, wie man so wählt, was es so für Politiker gibt, welche Partei es so gibt, was die halt so machen, wofür die sich einsetzen. Ja. Also ich finde es sehr interessant, man kriegt Erfahrungen. Und halt man weiß was über spätere Leben, halt über die Feuerwehr und alles mögliche. Würdet ihr im September zu den Kommunalwahlen gehen, wenn ihr schon 16 werdet? Klar, also ich würde mich dafür einsetzen halt. Ich wohne hier auch in Altenbüchen, also da kann ich mich halt auch dran beteiligen. Ja, ich würde auch hingehen, weil es ja, wenn ich jetzt eine Partei, wenn ich finde jetzt, dass die Partei es richtig macht, was ich für gut finde, dann würde ich natürlich auch für die stimmen, damit das auch halt durchgesetzt wird, was sie halt machen. Also dass das